Es schwamm der Mond in mein Gemach hinein, weil er da draußen so allein im Schneefeld bei den schwarzen Bäumen stand. Ich hab ihm ein Kissen hingerückt, damit er ruhen konnte. Er tat's beglückt sich unter den Kopf. Ich legte ihm die Hand schnell auf die Augen und dann schlief er auch. Mich aber plagte schlechte Luft im Bauch. Sie plagte mich, bis seine Uhr schon 12 schlug. Da hatte ich verdammt genug und ließ sie ab, die Luft. Davon ist zwar der gute Mond nicht aufgewacht, doch in dem Fenstereck die Mäusefrau. Sie hat im ersten Schreck geboren, was noch gar nicht fällig war. Die rosa Schnauzen piepsten da so nett, dass ich sie zu mir nahm ins warme Bett. Mein Gott, die winzig kleinen Dinger noch ganz nackt und blind dabei. Mich hat das Elend so gepackt, dass mir was Nasses in die Augen kam. Dabei hat manches Weib von mir so unverhofft wie dieses Mausetier ein Kind gekriegt. Doch niemand nahm den Bastard auf. Die armen Würmer kuschten sich in meine Hand, als wäre ich ihr Vater Mäuserich. Zuletzt war auch die Mäusefrau so zahm geworden, dass sie schwänzelnd zu mir kam. Die schwarzen Augen glänzten froh und groß in mein Gesicht hinein. Und plötzlich war ich auch so mäuseklein wie dieses Weib und nahm es auf den Schoß und habe wohl die ganze Nacht bei ihr geruht, ich, Villon. Ich war Blut von ihrem Blut. Im milden Licht der Winternacht habe ich mich zu den Mäusen aufgemacht. Und du aber fragst, warum denn nur? Hört zu, es ist kein Tier so klein, das nicht von dir ein Bruder könnte sein. Ich weiß die Spur nicht erst seit gestern Nacht. Mich hat schon manches Weib zum Tier gemacht. Ja, den Klaus, den hat wirklich schon so manches Weib zum Tier gemacht. Ich weiß noch, wie heute damals in München, da haben der Klaus und ich ja mal im selben Haus gewohnt. Da war der Klaus schon an der Schwelle zum großen Klaus Kinski und ich war noch immer der kleine Werner Herzog. Aber schon damals habe ich das Eruptiv-Animalische beim Klaus gespürt, das mich bis heute nicht aus seinem Bann entlassen hat. Es ist mir vor meinem geistigen Auge immer noch allgegenwärtig, wie der Klaus da ohne Möbel, nackt, auf modrigem Laub gehaust hat. Wie eine geschundene Kreatur ist er durch dieses Laub gerobbt, hin und her. Und wenn der Postbote kam, läutete der an. Der Klaus kam splitterfasernackt daher, nahm die Fanpost entgegen und raschelte im kniehohen Laub davon. Immer auf der Suche nach sinnlicher Ekstase und künstlerischer Erlösung. Für diesen Zustand vom Klaus war eine Frau der Auslöser und eine besonders rachsüchtige Frau hat dafür gesorgt, dass ich den Klaus nun schon seit Jahren auf meinem Dachboden verstecken muss. Verstecken vor der Steuerfahndung. Der angebliche Tod vom Klaus war nämlich nur ein vorgetäuschter. Klaus Kinski lebt. Er lebt hier bei mir, die Muse und ihr Mentor unter einem Dach wie damals in München. Aber bald darf der Klaus wieder raus. Bald ist sein Vergehen verjährt und die Kunst hat ihn wieder. Und dann werde ich mit dem Klaus ein cineastisches Meisterwerk produzieren, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Zum ersten Mal in der Filmgeschichte. Was erzählst du denn da wieder für einen Scheiß? Du Stiefelknecht meines Genies! Aber das bin ich doch gern für dich, Klaus. Denn wie hat schon mal der Martin Scorsese zu mir gesagt? Werner hat er gesagt, ohne Stiefelknecht kommt kein Genie in seine Schuhe. Jetzt halt doch endlich dein dummes Maul! Du bist doch gar kein Regisseur, ein Arschloch bist du, jawohl, ein Arschloch!
Der Klaus ist immer noch so herrlich impulsiv. Aber genau das ist es ja, was ich so besonders an ihm liebe. Liebe, was weiß denn ein Kretär wie du von Liebe? Aus deiner Dreckfresse kommt doch nur Scheiße. Du kannst deinen ranzigen Altherrenschmand vielleicht einer verpickelten Praktikantin in ihren syphilitischen Schritt spritzen. Aber als Liebhaber, da bist du ein lausiger Laie. Das ist er, mein Klaus. Wie er lebt und bebt. Eine künstlerische Naturgewalt. Ich muss hier raus, raus aus dieser Herzoghölle marodierender Mittelmäßigkeit. Es sehnen Seele, sich und Leib nach einem wunderbaren Weib, das ich in wilden Fieberträumen sah. So nah sah ich ihr Wurzelhaar, roch ihren Tigerinnendunst und lechze nun nach ihrer Königingunst. Mit Poesie will ich ihr hartes Herz erweichen und erhoffnungstrunken auf ein erstes Liebeszeichen. O Königin der Macht, in mir brennt heiß die Ungeduld, gib mir ein Zeichen deiner Huld. Ja, so ist er, der Klaus. Er hat wieder eine neue Angebetete, die ihn nicht mehr ruhen lässt, so wie damals als Nosferatu die Isabella Czerny. Und jetzt sendet er ihr über alle möglichen Kanäle, die ich mit meinen Beziehungen für ihn herausgefunden habe, täglich Liebeslyrik. Darüber hinaus plant der Klaus einen gewaltigen Event, den ich inszenieren werde. Auf den bedeutendsten Bühnen der Republik wird der Klaus die herrlichsten Liebeshymnen der Dichtkunst rezitieren. Und er wird diese Kleinode der Poesie ganz alleine einer Dame widmen, der Königin seines Herzens. Habe ich das diesmal in deinem Sinne formuliert, Klaus? Wen interessiert schon dein Geschwätz, Stiefelknecht? Bring lieber Briefe zur Post. Auch sie sind für sie. Gefühlt mit meinem Herzen. Geschrieben mit meinem Blut.